Zombie Apocalypse. Liebe Freunde, es geht hier schon wirklich extrem wild los mit einer neuen Folge vom LS19 mit dem Projekt Polizei. Autoschlüssel habe ich, Waffe ist da, Schutzweste nehme ich auch mit. Sonst habe ich eigentlich alles. Ja, ich müsste eigentlich alles haben. Okay, dann geht's direkt los zum Zivilwagen. Denn, liebe Freunde, wir haben heute einen sehr, sehr ernsten Einsatz reinbekommen. Es wurde vor ein paar Minuten eine Meldung an uns übermittelt, dass in der Stadt von Ulm gerade ein Banküberfall stattfindet. Ein Streifenwagen, ein Mannschaftstransportwagen der Polizei ist schon vor Ort. Ein RTW ist auch schon vor Ort, haben wir bisher gehört über Funk. Und wir rücken jetzt aus mit unserer gesamten Einheit, die wir haben. Das wird sozusagen heute ein großer Einsatz für die Polizei von Ulm, denn heute wird wirklich alles abverlangt, was wir bisher trainiert, geübt haben und so weiter. Ich schaue mir das am besten an. Wir rücken erstmal aus, sind vollgepackt mit Waffen und Munition. Bisher ist noch unklar, ob es Geiseln gibt, wie viele Leute betroffen sind. Wie viele Bürger in der Bank sind, das ist bisher alles noch ungeklärt. Wir werden da jetzt erstmal sofort hinfahren und die Personen stoppen. So, jetzt bräuchten wir nur noch den richtigen Weg, dass wir jetzt auch gleich dort ankommen. Ich war mir gerade nicht sicher, wir hätten glaube ich auch die erste reinfahren können. Hier müsste es aber auch funktionieren. Hier gleich wieder links. Doch, da sind wir. Ach, guck mal da. Da stehen schon die Kameraden. RTW ist da. Funkstreifenwagen bzw. Mannschaftstransportwagen der Polizei. So, wir werden jetzt mal einen Sicherheitsabstand aufbauen, denn aktuell, liebe Freunde, befindet sich die Geiselnahme in der Bank hier in diesem roten, großen Gebäude. Die Fenster wurden zugeklebt anscheinend mit Zeitungspapier. Wir haben jetzt mal keinen Einblick in das Gebäude. Wir werden uns natürlich auch erstmal hier ausrüsten und alles erstmal klären, wie viele Ausgänge es gibt, ob die Geiselnehmer auch aus dem Gebäude so schnell wie möglich rauskommen. Was gestellt wird, was für Vorgaben, was sie haben wollen, das bekommen sie natürlich alles. Aber wir werden uns natürlich auch erstmal vorbereiten, denn es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal alle Einheiten zum Einsatzort hinbekommen. Das heißt, erstmal der zivile Wagen rückt aus, dann auch noch der Funkstreifenwagen 2. Das sind wirklich die Spezialisten hier von der Polizei, die wir hier haben. Die werden jetzt erstmal alle ausrücken zu diesem Banküberfall. Denn bisher ist es schon klar, wir haben erstmal ein Update erhalten. Es gibt zwei Geiseln, die in der großen Bank im roten Gebäude in Ulm festgehalten werden. Das ist für uns natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Gerade Banküberfälle, Geiselnahmen, das ist natürlich erstmal ein Wort für ein Spezialkommando. Das hier natürlich auch gleich ausrücken wird. Aber Fakt ist, das Haus ist jetzt erstmal umstellt. Wir fahren auch erstmal direkt am Gebäude vorbei, stellen uns hier auf und regeln erstmal die ganze Stadt ab, sodass hier wirklich niemand weiteres als Geisel genommen werden kann, beziehungsweise selbst irgendwie verletzt wird, denn es ist bisher auch bekannt, dass die Täter zwei Handfeuerwaffen bei sich haben. Mit wie viel Munition wissen wir nicht. Bisher ist weiteres ungeklärt. Und ich meinte auch gerade schon, wir werden jetzt hier auch gleich ausrücken mit einem speziellen Fahrzeug. Ich weiß nicht, steht das hier hinten? Nein, steht es nicht. Okay, das spielt auch gar keine Rolle, denn eigentlich sind sie hier nicht stationiert. Sie rücken ja nur dann aus, wenn wirklich der Ernstfall eintrifft. Das ist jetzt, upsala, zum Beispiel eingetroffen, diese Situation. Deshalb werde ich mal ganz kurz rüber switchen und diese Fahrzeuge hier ganz kurz mal
Ja, ich kann es ja nicht anders benennen jetzt. Einfach mal kaufen. So, da haben wir einmal den. Und dann, wartet mal. Okay. Also, okay, wir können natürlich auch erstmal mit diesem Gefährt dorthin fahren. Mir war wieso. Ach, hier ist er doch. Guck mal. SEK, genau. Spezialeinsatzkommando der Polizei. Die sind erstmal nach vorne. Wir werden uns das jetzt gleich anschauen. Und bisher gibt es auch noch keine Sachen, die die Täter gestellt haben. Keine Forderungen wurden an uns gestellt. Wir wissen nicht, was die Täter vorhaben, was jetzt genau da abgeht. Aber ich schätze mal, jetzt werden sie erstmal in die Knie gehen. Gerade wenn sie dieses Fahrzeug jetzt gleich sehen werden. Denn gerade mit Handfeuerwaffen wird man bei diesem Fahrzeug nicht allzu weit kommen. Da das Ding eine richtig fette Panzerung beinhaltet, also da müsstest du schon wirklich mit sehr, sehr schwerem Geschütz drauf schießen, damit das irgendwie funktioniert. Aber jetzt sind wir erstmal am Einsatzort eingetroffen. Ich weiß, hier entsteht SWAT. Denkt euch das einfach so, dass da SEK steht. So, und wir stellen uns jetzt einfach mal gekonnt, einfach genau vor das Gebäude. Und jetzt warten wir, bis die Personen sich endlich zeigen. Wir sind jetzt erstmal einsatzbereit und holen uns jetzt noch den weiteren SEK-Bus dazu. Den Spezialeinsatzkommandobus sollten wir nicht vergessen. Das ist sozusagen die Einsatzleitung für das SEK. So, das ist auch wirklich gerade ein Einsatz, den wir bisher in so einem Ausmaß noch nie hatten. Banküberfälle sind immer wieder etwas sehr, sehr Trauriges, etwas Actiongeladenes. Es kann da so viel passieren. Man weiß bisher noch nicht, wer die Täter sind, was sie vorhaben, was sie bezwecken wollen. Das ist alles ungeklärt. Das ist halt immer das Schwierige daran. Man weiß immer nie, wie man jetzt am besten vorgeht, was als nächstes passiert. Aber unsere Männer hier am Einsatzort sind alles hochtrainierte und sehr gut ausgebildete Personen. Das werden wir auf jeden Fall hier hoffentlich gleich alles klären. So, und wir schauen jetzt erstmal, was wir als nächstes machen. Ich gehe mal ganz kurz rüber zum RTW. Dann zieht mich die Feuerwehr anscheinend doch wieder an. Mach mal ganz kurz die Tür auf. So, jetzt stehen wir erstmal bereit. Ein Großeinsatz der Polizei, das ist Wahnsinn. Wir wissen erstmal bisher, das Gebäude hat nur einen Ein- und Ausgang. Der ist hier vorne zu den Bremer Stadtmusikanten. Sehr, sehr cool. Es gibt keine weiteren Ausgänge, also das wird auf jeden Fall jetzt ein Spektakel werden. Wir haben bisher noch nichts gehört. In dieser Sekunde, wo ich das gerade meinte, wir haben nichts gehört, hören wir gerade einen Täter. Er meinte, er möchte einen Fluchtwagen haben. Ein Fluchtwagen, in dem er mit seinen Komplizen und einer Geisel verschwinden kann. Anscheinend hat er die ganzen Vitrinen zerstört, die in dieser Bank sind. Denn in dieser Bank ist das auch anders als in anderen. Hier gibt es auch Schmuck, den man kaufen kann. Und anscheinend wurden da auch sehr viele zerstört. Man hat es schon scheppern hören von draußen, wo wir mit dem ersten Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen sind. Okay, also das mit den Fluchtwagen wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Wer weiß, was die Täter noch anstellen werden. Wir werden jetzt erstmal sofort rübergehen zu unseren Panzer. Wir werden die Bude jetzt stürmen. Das wird auf jeden Fall jetzt hier sehr, sehr schnell funktionieren. Wie gesagt, das sind hochtalentierte Kameraden, die wir jetzt hier haben. Wir haben das schon zigtausendmal durchgeübt und ich glaube, was passiert da gerade? Wo ich jetzt gerade auf die Sekunde losfahren wollte, sehe ich gerade einen Geiselnehmer. Er kommt raus ohne eine Geisel. Der zweite kommt hinterher. Er ist anscheinend weich geworden. Sie wussten anscheinend gerade, dass wir stürmen wollen.
Okay, sofort, sofort festnehmen. Nehmt die Person fest. Raus, 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 raus. Nehmt die fest. Okay, also das ist dann doch ein bisschen blöd. Ich habe hier bloß eine AK. Eine Kalaschnikow als Polizist, als Cop ist dann schon doch ein bisschen ungewohnt. Und dann schießt die auch noch. Okay, das ist halt doch ein bisschen blöd. Okay, beide Geiselnehmer wurden in Gewahrsam genommen. Alle Geiseln sind befreit, werden an den RTW übergeben. Die Polizei hat hier wirklich sehr hart durchgegriffen. Anscheinend haben sie schon gewusst, dass es nichts mehr wird. Und sie waren anscheinend viel zu langsam. Es wurde daraufhin, nachdem die Personen in die Bank stolziert sind, ein stiller Alarm ausgelöst. Die Polizei wurde sofort alarmiert und wir waren so schnell vor Ort. Anscheinend wollten sie hier in ein paar Sekunden auch schon aus der Bank wieder raus sein und flüchten. Das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Die Personen sind jetzt im Mannschaftstransportwagen, werden jetzt erstmal gleich abtransportiert. Das ging auf jeden Fall alles noch richtig glatt. Also Leute, also ich muss wirklich mal sagen, das ist extrem krass, was hier gerade abging. Aber trotzdem, es hat mir wirklich verdammt Spaß gemacht, das Ganze hier zu simulieren. Also auf jeden Fall, ich mag dieses Projekt. Ich weiß nicht, wie viele Folgen jetzt noch kommen werden, liebe Freunde. Falls ihr noch Bock habt auf weitere Folgen vom Projekt Polizei hier im LS19, dann lasst mir das gerne wissen. Schreibt mir das in die Kommentare, kommentiert dieses Video mit euren Feedback, mit euren Kommentaren und lasst mir das gerne, wie gesagt, wissen. Kloppt mir alles rein in die Kommentare, lasst ein Däumchen nach oben, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns auch hoffentlich schon bald wieder in der nächsten Folge. Liebe Freunde, macht's gut, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.